Eine Botschaft. Der Hoffnung und Perfektion. Eine rote Tulpe. Eine Liebeserklärung. Ich, Miss Fry, Sie wissen, dass ich Sie außerordentlich hoch schätze und achte. Und ich frage mich, ob Sie mir die Ehre erweisen würden, mir Ihre Hand zu reichen, um mich zu ehelichen. Ja. Gehilfe.
Wenn ich da rüberkomme, dann lasse ich dich aus. Hier war's. Gut gemacht. Hier für Sie. Sehr gut. Congratulations. Thank you.
alles gut? Passt Ihnen das? Sehr gut. Die Stimme des Volkes, das ist nicht unterdrücken. Das Recht ist auf unserer Seite. Hallo, ich schwitze dich auf! Sie sind verliebt! Jetzt schreist du deinen Namen nicht mehr auf, was? Meine frisch geehrten Freunde. Eure Majestät. Uns kam zu Ohren, dass nach Crawford Starricks Tod eine gewisse Geheimgesellschaft verzweifelt nach einer neuen Führungsspitze sucht. Eine neue Fraktion ist bis London vorgedrungen, um nach der Macht zu greifen. Fürchtet ihr um euer Leben, Ma'am? Nein. Wir befürchten, dass die Bewohner dieser großartigen Stadt leiden müssen. Wir appellieren an Sie, diese Intrige zu verhindern. Verlasst euch ganz auf uns. Ein Getreuer erwartet sie mit Anweisungen an den Docks.
Ihre Arbeit beginnt unverzüglich. Ich bin Alfred Fleming. Ich leite den Secret Service Ihrer Majestät. Eins nach dem anderen. Wir müssen das Gebiet von allem räumen, das den Feind alarmieren könnte. Wie diese Polizeikutsche. Könnten Sie sie vielleicht... Ganz genau. Na los! Langsam. Meine Agenten sind hier, verkleidet als Zivilisten. Bringen Sie sie für den Hinterhalt in Position. Bald wird ein Schiff. Was haben Sie von einem Hinterhalt zur Begrüßung? Was sein muss, muss eben sein. Raritäten! Kommen Sie, sehen Sie selbst! Ich bin Alfred Fleming. Ich leite den Secret Service. Ab!
Arbeit. Nun, meine Agenten sind hier. Was sein muss, muss eben sein. Das ist Ihr Anführer. Bringen Sie ihn zu mir in die Zentrale. Lebendig. Verraten Sie mir, was Sie vorhaben? Fahr zur Hölle! Na, na. Starrick mag vielleicht tot sein, aber der Templerorden wird nie sterben. Wir erheben uns wieder, wie ein Phönix aus der Asche, und zwingen die Welt in die Knie. Ja, schön. Dann viel Glück dabei. What's that? Vielen Dank. Jetzt übernehme ich. Meine Leute werden die explosive Fracht bergen. Das war sehr gute Arbeit heute. Ich werde mich noch etwas mit unserem geschätzten Gast unterhalten, um zu sehen, was er und seine Freunde aushecken. Lassen Sie mich wissen, was Sie aus ihm herausbekommen. Natürlich.